Er ist eiskalt, knallhart und vor allem berechnend. Der Name des Dresdner Kampfroboters, völlig zutreffend, Elefant. Seine Mission, Plötzchen einsammeln. Temples of Atlantis, so der Titel des diesjährigen Wettbewerbs. Die Aufgabe des Roboters ist es, gleichfarbige Bauteile in vorgegebenen Zielbereichen zu stapeln. Dabei muss er dem Gegner ausweichen und darf dessen Bauwerke nicht einreißen. Und das alles eigenmächtig und ohne jeden Einfluss von außen. Die Mechatronik- und Elektrotechnik-Studenten der Robotik-Arbeitsgruppe Turak haben in ihren Elefant jede Menge technisches Know-how gepackt. Um die Steine auf dem Spielfeld zu finden, haben wir hier vorne einen Laserscanner eingebaut, der scannt auf der gesamten Ebene. Das heißt, wir können feststellen, wo die Steine sich befinden. Ein mechanischer Arm sammelt die erkannten Steine dann ein. Wir haben an unserem Arm hier vorne einen Farbsensor dran, der erkennt, welche Farbe die Steine haben, wenn er sie dann angesaugt hat. Zweiter Teil der Aufgabe, die eingesammelten Elemente müssen gestapelt werden, der Bau des Temples of Atlantis. Das klappt schon ganz gut, fast. Das theoretische Wissen aus dem Studium praktisch anzuwenden, darin liegt für die Studenten die Faszination. Und man stellt dann immer recht schnell fest, dass alles nie so einfach ist, wie man es gelernt hat. Aber es ist ein großes Erfolgserlebnis, wenn man es dann doch hinbekommt und dann wirklich in der Praxis was hat, was sich bewegt und funktioniert. Das größtmögliche Erfolgserlebnis steht aber noch aus. In diesem Jahr will man zur Eurobot-Weltmeisterschaft in Frankreich nun endlich den Titel holen, nachdem man vor 2 Jahren Zweiter wurde und im letzten Jahr immerhin deutscher Meister. Vorher gibt's noch den deutschen Vorentscheid am Wochenende an der TU Dresden.